Hallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen hier einmal wieder, hoppala, zurück zu Demolition Build 2018. Genau, so sieht's aus. By the way, das sind eigentlich die kompletten Grafikeinstellungen, die es gibt, ne? Ist ja übersichtlich gehalten, muss man ja auch mal so dazu sagen. Wir wollten mal schauen, ob es uns schon ermöglicht ist, den bewachten Parkplatz Teil Nummer 2 hier oder nur 2, whatever, wie man halt auch immer ausdrückt. Also haben wir uns den hier schon kaufen könnten. Voraussetzung ist ein Bulldozer, ja klar, kaufen. Yes. Gut, Aufgaben annehmen. Ich schaff den mal ein bisschen hier rüber. So, dann bestellen wir uns kurz den Bulldozer hierher. Da ist er gespawnt. So. Machen wir den Erdhaufen kurz ein bisschen platt. Aufgabe erledigt, sehr gut. Damit ist das mit Stufe 1.1 schon ausgebaut und er bringt uns jetzt regelmäßig Geld. Gut, wir müssen ihn dann auch in unregelmäßigen Abständen warten. Aber das sollte ja nur an sich eigentlich weniger das Problem sein. So, Job. So, verlassenes Haus. Ja, hier brauchen wir überall Toilette an Tankstelle. Ne, hier wäre so noch was. Sind da einen schrecklichen Zustand entfernt, diese hatten wir die nicht schon? Ich glaube, bevor ich jetzt hier den da mache, weil wir sind hier am Hintern der Welt, also wirklich am Hintern der Welt, nehme ich mir lieber ein Taxi und mach den, also bin jetzt hier, wie ich halt bin. Also hier brauchen wir ein Seitendings, hier brauchen wir einen Abbruchbagger, hier bräuchten wir schon eine Radbagger. Okay, Abbruchbagger, Radbagger und Seitendings. Das ist ja erstmal hier der UHA. Der Abbruchbagger ist aber noch ein bisschen günstiger, oder? Das ist ja der hier. Ja, nee, der ist sogar teurer. Okay, 8,5 ging. Ja, gut. Dann nehmen wir erstmal den Radbagger hier. Yes. Sehr schön. Dann machen wir erstmal wieder ein kleines Ding hier, weil wir es ja unbedingt machen müssen. So eine Lizenz. Baggerkralle. Pickup. Oh, das ist ja alles mal kaputt schlagen. Das funktioniert doch weiter reibungslos.
Machst du das hier hoch, dass ich da hin? Danke. Dann die Holzwände abreißen, auch weniger das Problem. Dann müsste ich ja eigentlich nicht mal den Modus wechseln, sondern einfach nur den hier machen. So. Damit haben wir die Lizenz auch erfüllt. Hippipura. Hätte ich vorher nie geschafft. Und ohne diese Lizenz hätte ich das nie geschafft. So. Dann würde ich sagen. Radbagger, Bagger, Kralle. Haben wir alles. Dann würde ich sagen, das verlassene Haus. Sü ist am Hintern der Welt. Ah ne, ist hier gleich in der Nähe. Das ist ja umso besser. Bulldozer, Pickup bitte. So. Ist auch Sprengstoff genehmigt. Ich überlege halt gerade, wollen wir Sprengstoff nehmen? Kostet halt 600 Mark, ne? Ich denke mal, eh mal Sprengstoff können wir ja mitnehmen. Hallo! Ja, wir kaufen das halt eh mal ein gutes. Jetzt kaufen wir das leider mit dazu. So. Mal gucken, das müssen wir dann halt irgendwie sinnvoll platzieren. Dass es auch neuf geht. Aber schön, er fährt schon rechts am Straßenrand ran, wenn er uns angebrettert sieht, dass wir hier frei durchfahren haben. So, hat 100 Dollar generiert. Na, herzlichen Glückwunsch. So. Hallo, ja, kennen wir ja schon das Ganze. Vorbereitung. Das erstmal alles irgendwie hier rein und loslassen. Wäre angenehm. Genauso wie die Autoreifen. Die haben wir mal hier rein. So, jetzt drüben stehen auch noch Fässer. Da steht auch noch eins. Doppelt hält ja besser. Ah ja. Das kam aber in der Demo damals erst relativ spät der Auftrag. Dass da jetzt schon so früh am Schlüssel ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, wir haben jetzt auch nicht gerade die geilste Zeit rausgesucht, das um 3 Uhr nachts zu machen, aber was würdest du bitte? Danke. Aber was soll's? So, Tutorial, Trümmerteile. Ja, ist richtig. Hier kann ich alle abbauen, wenn ich möchte. Oder kaputt schlagen. So, dann haben wir hier noch irgendwo ein Autoreifen, genau. Und hier drin haben wir noch mal Müll. Und der letzte Müll ist da drin auch noch. So. Also wir haben ja zwei Container, Aufgabe, jo, alles klar. Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht wissen. Ich will jetzt nicht wissen, wie weit das geflogen ist. Na, hier ist eins. Ja. Ein klassischer Fall, wo ist der letzte?
Ach hier, okay, ich dachte, der wäre jetzt hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag geflogen. Das wäre jetzt natürlich wieder richtig gut gewesen. So, die Innenwände abreißen, machen wir natürlich. Sehr schön. So, da haben wir den Auftrag verlassenes Haus abreißen und Zaun abreißen. Haben wir die 7. Also man sagt ja immer so schön ein Sprengstoff pro Dings. Okay. Das haben wir jetzt einfach mal hier drinnen platziert. Gehen einfach mal auf die 9. Oh, Sachen Zündung. Oh gut, hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen was weggerissen. Besser als gar nicht. Wo haben wir hier unseren Parkplatz? Radbagger liefern. Bulldozer liefern. Hier ein bisschen aufpassen. Wir haben einen eingehenden Anruf. Ja, ich habe ein eigenes Unternehmen, stell dir vor. Ich glaube, hier gerade ziemlich tief reingefahren in den ganzen Schlamassel. Oder festgepackt, da muss man ja so. Das kriegt man irgendwie hin, glaube ich. Da war das auf der Karte? Nein, 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 nein. Müssen wir halt hier wieder am Dings holen. Oder neu holen in dem Fall. Aber da steckten wir zu tief drin. Das wollte ich jetzt natürlich absolut nicht. Ah, okay. Ist halt passiert. Ist ja mittlerweile auch ersetzt. Ja. Aber da haben wir einmal alles mitgenommen. Haben dafür dementsprechend auch gleich ja, ordentlich Geld bezahlt, wie sich das eben gehört. Wenn man Scheiße baut.
mit. Sehr gut. Allerdings, das Haus hier hinten muss ja auch noch mit weg. Wir haben wenigstens den Vorteil, dass wir mal kurz an so über das Dach hier fahren können. Ohne große Einschränkung. Den Zaun abreißen. Dafür nehmen wir aber den Bulldozer, der ist dafür besser geeignet. Der ist dafür besser geeignet. Mal durch, dann haben wir noch die letzten Zäune. Wenn die dann auch weg sind, ist der Auftrag schon zustande. Und dadurch, dass wir hier auch keinen Staub hatten. Also 2500 Standard und 900 so, also 3-4. Ja gut. Haben wir immer noch nicht die Kosten rein. Aber hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Wenn dann nur noch solche Aufträge kommen, die sich in der Richtung lohnen, dann passt das ja auch. Warte mal, das haben wir uns ja jetzt ja auch geleistet. Deswegen würde ich sagen, zeigen wir das mal auf der Karte an. Genau, das war nämlich hier oben. Und da können wir uns erstmal hier zur Garage transportieren lassen. Danger. Garage. Unter der Garage haben wir noch Sand gefunden. Ah ja, okay. Aber da wollte ich ja nicht hin. Ich wollte ja da oben hin. Doch keinen Wegpunkt daran platzieren. Okay, da laufen wir einfach mal kurzerhand dahin. Auch weniger das Problem. Was können wir denn hier noch? Hier können wir so ein Dings, hier war ja, ne? Entdeckt Holzhaus, genau. Da können wir uns das Holzhaus kaufen. Aber das brauchen wir erst später. Weil dafür brauchen wir LKW und Co. Den haben wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal hier noch. So. Servus. Du hast aber trotz allem doch hier irgendwie irgendwo Parkplatz. Genau. Wenn wir schon die Wohnwagen-Dinger da runterschieben sollen. Zack. Haben wir ein bisschen Platz dafür. Beziehungsweise gerad. Gut, dann gucken wir mal. Am besten, wir schieben die erstmal alle zusammen. Wir schieben die dann hinten aus, wie immer.
noch mal hoffen, dass der mit Schwung auch da mitkommt. Das passt soweit. Ich sehe mal aber gerade, Freunde. Schön, dass mir das jetzt auch mal fällt. Ein bisschen was hier im Auge behalten. Das Ganze mal hier sehen. Der ganze Spaß hier ohne. Wir haben einen Notfallauftrag, sehr gut. Ach Mensch, jetzt geht er runter. Sehr gut, und der Rest ist nämlich nur noch schneiden. Aber wir freuen uns erstmal wieder fertig vor dem Part. Wenn es im Video jetzt in den letzten, das ist erst das zweite, ja Gott sei Dank, aber wenn es auch im ersten Video ein bisschen geruckelt hat oder so, möge mir das man verzeihen, ich habe es jetzt gesehen. Ich kümmere mich drum, denn ich habe die Fehlerquelle dafür gefunden. Freunde, ich bin aber erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Peace and out.